Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr in der Überschrift bestimmt schon gelesen habt, möchte ich hier einen Sportluftfilter verbauen, beziehungsweise einen Einlegefilter, einen Tauschfilter, wo man nichts umbauen muss, sondern einfach der alte Filter rauskommt, der neue Filter kommt rein, also einfach Plug and Play. Jetzt habe ich schon oft mitbekommen, dass Pipercross immer besser wird. Also ich kenne Pipercross nur von damals, aber so die letzten Jahre hat sich Pipercross ziemlich gemacht. Merkt man daran, dass sehr viele Tuner eigentlich nur noch Pipercross verwenden. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, bestellst du für den einen Pipercross Luftfilter und dann messen wir das Ganze mal, was da der Unterschied ist, vorher, nachher. Jetzt bin ich natürlich bei eBay rein, habe mir den günstigsten ausgesucht, den Pipercross Filter, habe mir den bestellt, der kommt zu Hause an und habe dann erst angefangen, mir Informationen über den Luftfilter zu suchen, mir das Ganze anzuschauen, wie er aufgebaut ist, was er bringen soll. Dabei habe ich festgestellt, dass der Luftfilter, den ich bestellt habe, eigentlich gar nicht der richtige ist. Und zwar habe ich mir einen bestellt. Das war somit der günstigste bei eBay. Deswegen habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Es ist auch ein Pipercross Luftfilter. Es ist auch die richtige Teilenummer für das Fahrzeug. Allerdings ist dieser hier zweilagig und nicht trocken. Pipercross macht sich dadurch aus, dass sie natürlich die Luftfilter verbauen, die trocken sind. Deswegen habe ich mich gleich nochmal an die Tastatur gemacht und habe mir dann einen Pipercross-Luftfilter aus Deutschland bestellt, direkt von Pipercross-Vertrieb in Deutschland. Und ich muss sagen, der unterscheidet sich von außen von der Verpackung gar nicht. Ist auf jeden Fall die gleiche Verpackung. Allerdings ist hier die Teilnummer ein bisschen anders. Hier steht PP1930. Steht auch hier drauf, PP1930, allerdings steht da hinten noch dry drauf, das bedeutet, dass er trocken ist. Und warum ich mich für den trockenen Luftfilter entschieden habe, hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass bei diesen geölten Sportluftfiltern, sage ich mal, die sind gut, wenn sie direkt von Anfang an eingebaut werden. So, jetzt ist es so, dass dieser Luftfilter wartungsfrei ist und man soll ihn nach so und so viel 1000 Kilometern, also wenn er dreckig wird, wenn der Wartungsintervall kommt, soll man ihn reinigen können und wieder einölen. So, und wer weiß jetzt, wie viel Öl genau da drauf kommt. Jetzt kann es natürlich sein, dass man zu wenig Öl drauf macht und er erfüllt die Luftreinigung nicht, wie es sein soll. Oder man macht zu viel Öl drauf, was natürlich auch nicht gut ist. Und zwar, weil das Öl dann durch den Luftfilter durchgeht. In den meisten Fahrzeugen sitzt ein Luftmassenmesser bzw. ein Luftmengenmesser drin, auf diesem sich dann das ganze Öl ansammelt. Egal ob der hier ist ja auch nass bzw. ölfeucht, der ist ja auch ölgeschmiert und das Ganze würde sich dann auf dem Luftmassenmesser festsetzen und mit der Zeit würde der Luftmassenmesser falsche Werte bekommen bzw. auch komplett ausfallen, weil das ist ein Heißfilm-Luftmassenmesser und wenn der heiß wird und das in irgendwelche Partikel drauf, das kann den Luftmassenmesser zerstören. Zum anderen ist es so, dass natürlich diese Öldämpfe sich auch jetzt beim Diesel zum Beispiel in der Ansaugbrücke im ganzen Ansaugtrakt verteilen. Und wenn dann das AGR-Ventil aufmacht, die ganzen Abgase wieder in die Ansaugbrücke, in die Frischluft reinleitet, wo natürlich Ruß dabei ist, weil es ja ein Diesel ist, gibt es dann wie so einen Schmierfilm. Der Ruß bindet mit dem Öl und lagert sich ab. So ist es auch mit der Kurbelgehäuseentlüftung, aber es muss nicht sein, dass man zusätzlich durch den Luftfilter nochmal Öl mit reinleitet. Das bedeutet, die Ansaugkanäle, die werden immer kleiner, immer schmäler. Und ganz gefährlich ist es natürlich so, dass es ein Direkteinspritzer ist und der Kraftstoff direkt in den Brennraum eingespritzt wird. Bei den Saugmotoren ist es so, dass da die Einspritzdüsen im Saugtrakt drin waren, beziehungsweise es gibt noch Autohersteller, die machen das heute noch so. Aber beim Direkteinspritzer ist es so, die Luft kommt, Ölnebel vermischt sich und es gibt eine klebrige Masse. Der Vorteil bei den Saugrohren ist, dass die natürlich einspritzen und der eingespritzte Kraftstoff reinigt die Ansaugkanäle gleich mit dazu. Das bedeutet, wenn der Benzin in den Ansaugtrakt reingespritzt wird, reinigt er auch gleich den Ansaugtrakt mit. Das heißt, da wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber hier ist es ein Diesel, Abgasrückführung mit Ruß und dann kommt auch noch dazu, dass es ein Direkteinspritzer ist, was natürlich nicht so geil ist. Für mich war der entscheidende Grund, dass der Luftfilter wartungsfrei ist,
dass der Luftfilter kein Öl drin hat. Und was mich natürlich freuen würde, wenn er mehr Luftmasse durchlassen würde. Das wäre natürlich so ein Bonus, wenn man sagt zum Beispiel, okay, er verbraucht jetzt weniger Kraftstoff oder man macht eine Softwareoptimierung und mit diesem Luftfilter hat man einfach mehr Luftmasse zur Verfügung, um die Leistung daraus zu generieren. Was natürlich aber auch von Autohersteller unterschiedlich ist, weil es gibt nämlich Softwareprogrammierungen bzw. Steuergeräte, die vom Werk aus schon so auf den ganzen Ansaugtrakt abgestimmt sind. Das bedeutet, das Steuergerät sagt zum Beispiel, ich brauche Ist-Luftmasse XY und der originale Luftfilter, was da drin ist, der gibt dann schon diese Luftmasse her. Also wenn man dann so einen Sportluftfilter hier reinbaut, dann muss es nicht unbedingt sein, dass da mehr Leistung rauskommt, weil das Steuergerät sagt ja, ich habe jetzt meine Luftmasse, okay, ich kann damit die Leistung erzielen. Deswegen würde das ja nicht, auch wenn er mehr Luftmasse hätte, würde er nicht mehr Leistung erzielen. Aber es gibt auch Fahrzeuge, die sagen, ich brauche mehr Luftmasse und die können die Luftmasse nicht bringen, weil zum Beispiel der Luftfilter nicht hinterherkommt. Da würde dann so ein Luftfilter, sage ich mal, eine kleine Leistungssteigerung bringen. Ist nicht bei jedem Fahrzeug gleich, aber ist halt so. Und dann ist es natürlich so, dass bei den meisten leistungsgesteigerten Fahrzeugen durch eine Softwareoptimierung, Chiptuning, dass ja mehr eingespritzt wird und mehr Luftmasse benötigt wird. Und da, wo dann der originale Luftfilter am Ende ist, ist dann der Piperbus natürlich dann noch da und gibt dann noch ein bisschen mehr Luft durch. Und ich habe mir gedacht, um euch das Ganze ein bisschen zu zeigen, einen habe ich natürlich hier gekauft, war natürlich nicht so cool, den werde ich wahrscheinlich wieder hergeben, aber den trockenen, den werde ich auf jeden Fall jetzt einbauen, beziehungsweise wir fahren jetzt erstmal eine Runde, dann gucke ich, dass ich in einem höheren Gang ein Lok starte, wo ich dann später anschauen kann, wie viel Luftmasse bei welcher Drehzahl benötigt wurde, wie viel ist, wie viel soll und das Ganze dann werden wir dann zusammen auswerten. Dann baue ich den Filter ein und dann fahren wir nochmal eine Lokfahrt und gucken, was das ganze Unterschied gemacht hat an Luftmasse, vielleicht auch an Ladedruck. Schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Also wie gesagt, ich schmeiße jetzt alles in den Kofferraum. Wir fahren jetzt eine Runde, nehmen eine Lokfahrt auf in einem höheren Gang, wo dann auch wirklich Luftmasse benötigt wird, in oberen Drehzahlen. Und dann bauen wir den anderen ein, fahren nochmal eine Runde und dann schauen wir uns die ganze Auswertung mal an und schauen mal, ob die Luftfilter bzw. der Luftfilter etwas gebracht hat oder nicht. Bin auch sehr gespannt. Bis gleich. So, ich habe jetzt die GoPro oben auf dem Panoramadach befestigt. Ist richtig praktisch. Ich habe jetzt hier Beamerlink heißt es. Da kann man Werte aufnehmen bzw. auch anschauen, abspeichern und später nochmal auswerten. Das zeige ich euch später mit einem WLAN, mit einem Wi-Fi Ethernet Adapter von MHD. Und ich bin jetzt im vierten Gang. Ich gehe mal unter 2000 Umdrehungen und starte mal durch. Aufnehmen erstmal vorher noch. Ja. So, bis 5000 Umdrehungen. Und ich denke, das hat hier schon ziemlich hin und her gesprungen. Also zuerst war zu wenig Luftmasse da, da war viel Luftmasse da. Ich würde sagen, als Vergleich machen wir nochmal eine Messung. Aufnehmen tut er ja das Ganze noch. Unter 2000 Umdrehungen. Und dann geben wir Gas. So, diesmal bis 5300, 5400. Motor ist natürlich warm, habe ich vorher warm gefahren. Sonst würde ich das Ganze nicht tun. Und bevor wir uns das jetzt anschauen, baue ich jetzt den Luftfilter ein. Dann fahren wir nochmal und dann schauen wir uns beide Ergebnisse an. Also ich bin echt gespannt, was da rauskommt und was die Zahlen sagen werden. Kurz noch nebenbei, wo man so einen Luftfilter bekommt, werde ich euch auf jeden Fall unten in die Beschreibung mit reintun. Speziell gerade für den 35D mit 313 PS. Ich meine, die sind bei allen gleich. 5er, 6er, 3er, 4er, alle die 313 PS haben, haben diesen Luftfilter. Erkundigt euch aber selber lieber selber nochmal bei Piperbus auf der Internetseite,
wenn ihr so einen haben möchtet. Kann ich euch gerne den Link noch mit einfügen zum draufklicken und dann kommt ihr dahin. Was ich noch nebenbei sagen wollte, was mir wirklich sehr gut gefällt, dass Pipercross auch sehr gute YouTube-Videos macht. Also ich muss sagen, seit ich den Kanal gefunden habe, schaue ich mir jedes Video an und ich werde sehr unterhalten. Achtung Blitzer. Aufpassen, ein bisschen langsamer fahren. Und ich muss sagen, die Videos, die sind sehr unterhaltsam und sehr informativ. Ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal einen Link vom YouTube-Kanal vom Toni, liebe Grüße Toni, unten in den Link mit einfügen. Schaut auf jeden Fall vorbei, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wirklich super Jungs. Und ich fahre jetzt zurück, baue den Luftfilter ein und dann fahren wir noch eine Messung. Bis gleich. So, bevor ich den Luftfilter jetzt einbaue, zeige ich euch erstmal nochmal den Unterschied zwischen dem trockenen Luftfilter und dem ölbefeuchteten Luftfilter. Dass man das mal sieht, wenn man mal irgendwo mit einsieht, dass man erkennen kann, okay, das ist einer, der ist trocken oder der ist nicht trocken. So, das hier ist der zweilagige, nicht trockene Luftfilter. Moment, machen wir mal gleich den anderen raus. Und das hier ist der trockene. Man sieht schon am Luftfilter selber, der hat hier noch eine dritte Matte drin. Die ist weiß und hat hier das Pipercross Logo drauf. Ich gebe es mal ganz kurz in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der hier ist die dritte Lage, weiß. Und der hier ist einfach nur schwarz. Der hat hier hinten dann ein weißes Pipercross Logo drauf, was der hier hinten nicht hat. Man sieht auch schon, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, dass der trockene dicker ist als der andere. Und das ist der, den ich auch einbauen möchte, nicht diesen. Der hier ist bestimmt auch nicht schlecht, gar keine Frage. Ist bestimmt besser wie ein originaler Filter oder wie ein Sportluftfilterhersteller. Aber das ist nicht mein Ziel, was ich einbauen wollte, sondern dieser hier. Deswegen packen wir den hier wieder ein. Und den gibt es bald wahrscheinlich irgendwo zu kaufen. Es war ärgerlich, dass ich das zweimal bezahlt habe, aber wer sparen will, der zahlt zweimal. So kennt man es ja. So. So sieht dieses gute Stück hier aus. Also von der Verarbeitung super. Kann man nicht meckern. Sieht auch ziemlich dick. So, und dazu gibt es dann natürlich noch so einen Metallkasten hier. Der wird dann hier so montiert. Aber das werden wir wahrscheinlich gleich sehen, wenn ich den alten Luftfilter ausbaue. Natürlich ist es auch jetzt kein Vergleich, weil ich baue jetzt hier einen neuen Luftfilter im Vergleich zu einem gebrauchten Luftfilter. Dazu müsste ich jetzt einen neuen, originalen Luftfilter kaufen und da den Vergleich machen. Aber hier geht es jetzt darum, wenn man schon einen Luftfilter wechselt, dass man dann auch gleich einen richtigen Luftfilter einbaut. Beziehungsweise, das werden wir dann gleich sehen, was die Zahlen sagen werden. Ich möchte hier jetzt noch nichts beschönigen, wenn ich noch nicht weiß, was dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass später für eine Softwareoptimierung dieser Luftfilter der bessere ist als der originale. Leute, die sich jetzt nur den Luftfilter einbauen möchten, ist es ratsam, die Luftmasse vom Motorsteuergerät neu zu adaptieren, damit das Steuergerät mit den neuen Werten zurechtkommt und besser damit arbeiten kann. Wir gehen jetzt wieder fahren und gucken, was die Messung sagt. Bis gleich. So, ich drücke jetzt hier schon mal auf die Aufnahme, weil wir sind jetzt hier auf der gleichen Strecke wie vorhin auch. Damit wir auch die gleichen
Bedingungen haben. Mal da schnell drüber. So, jetzt machen wir wieder zwei Messungen, wenn es klappt, schalten wieder in den vierten Gang. Vierter Gang, 2000 Umdrehungen. So, das war die eine Messung. Jetzt machen wir gleich nochmal eine zweite, eine Kontrollmessung. Unter 2000 Umdrehungen, dann Gas. So, jetzt haben wir die zwei Messungen gemacht. Ich kann jetzt hier wieder Aufzeichnung abschalten, Aufzeichnung beenden. Jetzt fahren wir nach Hause, jetzt fahren wir zurück. Dann schicke ich das Ganze zu Datasep hoch und dann schauen wir uns das Ganze mal an mit altem Luftmassenmesser, original vorher und Pipercross Luftfilter danach. Bis gleich. Und jetzt sind auch schon wieder ein paar Tage vergangen und ich habe mich die ganze Zeit auch schon gewundert, weil ich habe mir die Loks nämlich schon angeschaut und ich habe mich gewundert, dass der Luftfilter gar nicht wirklich mehr Luftmasse bringt. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die angeforderte Luftmasse, die kommt ja vom Turbolader. Der Luftfilter kann nicht dafür sorgen, dass mehr Luftmasse vom Turbolader angezogen wird. Der Turbolader hat eine bestimmte Geometrie, die bei einer bestimmten Drehzahl dafür sorgt, dass Luftmasse angezogen wird. Ich wollte euch die Luftmasse zeigen, aber die Luftmasse ist halt einfach nicht besser geworden. Deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen uns das anders an, wir schauen uns an, wie schnell er den Ladedruck aufbaut, weil ein besserer Luftfilter müsste dafür sorgen, dass die angeforderte Luftmasse schneller, schneller zum Turbolader gelingt, leichter zum Turbolader gelingt. Das bedeutet, der Turbolader braucht weniger Kraft, um hochzudrehen. Das bedeutet, dass der Ladedruck schneller aufgebaut werden kann. Genauso wie auch dann dadurch, dass der Ladedruck schneller aufgebaut werden kann, das Fahrzeug dann auch vom Ansprechverhalten besser ist. Das bedeutet, wenn man dann Gas gibt, ist der Ladedruck schneller aufgebaut und das Fahrzeug kann schneller beschleunigen. Bedeutet nicht, dass er jetzt mehr Luft hat, er hat mehr Leistung, sondern Ansprechverhalten ist besser und in einem gewissen Drehzahlbereich kann die Leistung minimalst besser sein. Aber Augenmerk ist immer noch das Ansprechverhalten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das jetzt mal, die Lokfahrt vorher, nachher mit Ladedruck und da gucken wir uns mal an, wie die Zeit ist in dem Gang, also in den Drehzahlen, da ich ja beide Testfahrten, beide Lokfahrten auf der gleichen Strecke gemacht habe und ich sag mal so zur gleichen Zeit, also war circa eine Stunde später, ungefähr Temperatur waren gleich, hat sich also nichts verändert. Deswegen gucken wir uns das mal an, die Zeit, was er von Drehzahl bis Drehzahl braucht und wie schnell er den Ladedruck aufbaut. Also wundert euch nicht, wenn ihr die Luftmasse messen tut und der Luftfilter bringt keine mehr Luftmasse, denn diese mehr Luftmasse könnte man nur durch einen größeren Turbolader, sage ich mal, erzeugen. So, und da sehen wir hier jetzt die beiden Lokfahrten. Auf der linken Seite ist der Originalluftfilter, auf der rechten Seite ist der Pipercross Luftfilter. Und jetzt habe ich mir das angeschaut und wie gesagt, also die Luftmasse ist nicht wirklich mehr geworden. Im unteren Drehzahlbereich, also hier alles, was hier so kleiner 2000 ist, ist alles mehr Luftmasse als benötigt wird bei beiden Luftfiltern. Ich meine, das gut, hier oben trennt sich das Ganze dann wieder. Aber durch den Luftfilter haben wir nicht mehr Luftmasse. Wie gesagt, dafür sorgt ja der Turbolader. Wenn man mehr Luftmasse benötigt, braucht man halt einen größeren Turbolader.
Und zwar ist es so, jetzt bin ich mal hingegangen, habe jetzt mal geguckt, hier sieht man auch Fahrpedalstellung, das heißt ab hier 100% habe ich Vollgas gegeben und ich würde jetzt mal sagen, dass wir hier den Originalluftfilter mal anschauen, der ist jetzt, sage ich mal, bei 1990 bei einer Zeit von 33,21. Wenn das mal besser hinkriegt, hier 2004 vielleicht sogar noch hier Drehzahl 33,25. Jetzt gehen wir hin, 33,25 bis 5000 Umdrehungen, das war ja alles in einem Gang auf der gleichen Strecke und alles beide voll beschleunigt. Jetzt sind wir hier bei, ist ein bisschen schlecht hinzukriegen, sind wir hier bei 4.990, nochmal auf 5.000, ob wir das hinkriegen, so, 5.006. Also von 2.000 Umdrehungen bis 5.000 Umdrehungen 41,84. Wenn wir das Ganze jetzt verrechnen, und zwar gehen wir jetzt mal hin und sagen 41,84 minus 33,25, dann kommen wir auf 8,59. So lange brauchen wir bei dieser Strecke jetzt, sage ich mal, unter Volllast 100% Gaspedalstellung von 2000 auf 5000 Umdrehungen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an. Das lassen wir jetzt mal so. Und zwar sind wir hier, haben wir auch, hier bei 78,51, auch bei 2000 Umdrehungen, gehen jetzt hoch auf auch 5000. So, dann sind wir bei 86,75. Das heißt 86,75 minus 78,51. Das sind wir bei 8,24. Der andere Wert war 8,59. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen, 8,59 minus 8,24. Das sind wir Wert von 0,35 von 2000 auf 5000 Umdrehungen. Klar, ist jetzt kein großer Sprung. Ob es auch wirklich am Luftfilter liegt, weiß man jetzt auch nicht so genau. Aber das sind halt so Sachen, die man dann feststellen kann. Ich muss sagen, das war wirklich am gleichen Tag, ein paar Stunden später. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier sieht man sogar, dass die Lokfahrt am 18.12. um 15.55 Uhr gemacht wurde mit dem Luftfilter. Und mit dem Originalfilter am 18.12. um 15.12 Uhr. Also das war einfach nur 40 Minuten später. Da werden die Temperaturen noch ziemlich gleich gewesen sein. Und gleiche Bedingungen, gleiche Strecke, alles gleich. So, das war das eine, das war die Zeit und jetzt gucken wir uns mal an. Hier jetzt der originale. Ich sag mal so, hier habe ich Gas gegeben, sieht man auch, Fahrpedalstellung. Und jetzt gucken wir mal, ich habe mir das natürlich vorher schon angeschaut alles. Und der Ladedruck, der ist bei mir so circa 2,9 max, 2,93, da pendelt er ein bisschen. Jetzt guckt, 2,9 ist so der durchschnittshohe Durchdruck, also da macht er dann halt. Und wann wir den erreichen, das war nur ein bisschen vor, 2,88 und bis 2,9. Das sind wir bei 2487 Umdrehungen, erreichen wir einen Ladedruck von 2,9. Das ist jetzt natürlich der Originalluftfilter. Jetzt gucken wir uns hier mal den Papagos Luftfilter an. Mit dem Ladedruck, also Vollgas, und hier baut sich dann der Ladedruck auf. Ladedruck von 2,9 haben wir, Moment, Achtung. Hier, bei 2406. Also 2406 und 2000, wie viel waren es? Hier, 2487. Also das sieht man auch schon, dass der Ladedruck ca. 70 Umdrehungen früher aufgebaut wird. Also, dass der Ladedruck schneller aufbaut, weil er die 2,9 Bar schon früher erreicht als mit dem Originalluftfilter. Natürlich darf man nicht vergessen, dass der Originalluftfilter auch schon ein gebrauchter war. Deswegen könnte man das gleiche noch mit einem neuen Luftfilter machen. Aber solange es
so, sich so verhält, finde ich okay. Und ist auf jeden Fall ein Muss, wenn man weitere Leistungsstufen anstrebt, sage ich mal. Und das sind wir auch schon am Ende vom Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, was so ein Luftfilter wirklich bringt, wie er aufgebaut ist, was es für Unterschiede gibt von den englischen Luftfiltern zu den deutschen Luftfiltern. Wie das Ganze eingebaut wird, konnte man ja über die Schulter schauen, aber ist nicht schwer. Die Klappe da oben weg, zwei Klammern lösen, Luftfilter hochschieben, ist kein Problem. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wo es die Luftfilter gibt, steht natürlich in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Bis zum nächsten Video. Ciao.